Hallo, liebes Publikum, es begrüßt euch Gustavo Moreno Morales. Ich bin hier im Zentrum von Göttingen vor dem alten Rathaus, wo gerade eine Demonstration stattfindet. Ja, worum es geht genau, werden wir jetzt gleich erfahren. Hi, grüß dich. Hi, freut mich. Ja, erst einmal, was läuft heute hier? Was für eine Demonstration? Also es ist eine pro-palästinensische Demonstration. Wir sind eigentlich jede Woche auf der Straße und demonstrieren heute extra für die Kinder, die im letzten Nusayrat-Flüchtlingslager umgebracht worden sind. Auf welche Weise wurden die umgebracht? Also man weiß, das ist schon über 30.000, aber jetzt ist was Besonderes. Aber also es gibt jede Woche gefühlt regelmäßig Kriegsverbrechen, die von Israel durchgeführt werden. Und letzte Woche im Nusayrat-Flüchtlingslager in Gaza war es so, dass israelische und US-Soldaten sich in Hilfstrucks eingekesselt als Zivilisten verkleidet haben und dann in diesem Flüchtlingslager einmarschiert sind und dort Zivilisten umgebracht haben. Die Mission war, 4 Geiseln, israelische Geiseln, zu retten. Aber dafür sind 210 Menschen gestorben und 400 schwer verwundet und verletzt, darunter Kinder und Babys und Frauen und Männer. Und deswegen demonstrieren wir hier, weil es gab in den Monaten vermehrt Vereinbarungsvorschläge von der USA, von Ägypten, von den Emiraten, dass der Widerstand, dass die sogenannte Hamas einwilligt, die Geiseln freizulassen. Und Hamas hat 6-mal eingewilligt und Israel war 6-mal dagegen. Das heißt, die Geiseln, die dort sind, hätten ohne Blutvergießen freigelassen werden können mit einem Waffenstillstand. Wollten sie aber nicht. Sie wollten morden und 400 Menschen verwundet und 210 Menschen umgebracht. Wegen vier Geiseln, die hätten auch so freikommen können. Waffenstillstand, das ist auch, was viele Regierungen schon verlangen. Warum ist das nicht möglich? Ganz einfach, Israel will nicht. Israel willigt nicht ein. Was will Israel? Israel will weitermachen. Israel will, dass die Geiseln frei werden, aber sie wollen keinen Waffenstillstand. Wir sagen, Israel, und es gibt genug Beweise dafür, dass Israel eine Besatzungspolitik hat und Gaza illegal besatzen will, so wie das ganze Land schon besetzt worden ist. Und Israel will, dass die ganzen Leute aus Gaza verschwinden. Das ist der Grund. Ja. Gut, okay, wir gehen nach vorne. Ja. Wir hören wir das an. Danke, Ismail. Gerne. Danke. Okay, gehen wir da ein bisschen. Können wir ein bisschen dahin laufen? Ja. Ja, liebe Mitdemonstranten, liebe Gastronomen. So, liebes Publikum, also ich schätze, das sind so um die 200 Leute. Des 1948 ausgerufenen Staates Israel. Ja, ich hoffe, es war interessant für euch. Also das passiert, wie wir schon gehört haben, einmal wöchentlich. Und ja, es ist das Versuchen, ein Waffenstillstand da zu erreichen in Israel und Gaza-Streifen. Gut, okay, ich hoffe, es war interessant für euch. Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Bis zum nächsten Mal. 200 Tote in Gaza, Tausende von politischen Gefangenen.